Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Gibbeth, a Cthulhu Adventure. Unser lieber Don hat ja eine besondere Fähigkeit bekommen. Er kann Stimmen aus der Vergangenheit hören. Und ich würde sagen, das probieren wir direkt mal ein bisschen aus mit Kitty, ob er da auch was sagt. That there is Kitty. For a talking animal, she is pretty uncommunicative. She doesn't like me. Can't say the feeling's mutual. She is mean and tight-lipped. I can appreciate that. Aw, der Mann hat da nichts gegen sie. Mal schauen. I don't think the Hunter's Mark works on her. Schade. Wir können uns ja einfach so mit ihr unterhalten. Ist ja nicht so, als könnte sie nicht reden. Hey, Kitty. Is it important? No. Let me know when it is. Okay, Kitty. Ja, ich mag sie ja auch. Und er ist immer noch nur in Socken. Okay, dann versuchen wir unser Glück mit Buzz. Alles andere hier drin müssten wir eigentlich schon ausführlich untersucht haben. Außer den Laptop, da bin ich mir gerade... Doch, das haben wir auch. Sehr gut. Ich habe gerade sagen wollen, beim Laptop bin ich mir nicht ganz sicher, aber... It's Buzz. I guess we're sort of partners now. Never really needed a partner, but I can use the company. He's nothing like me. Maybe it's for the best. Vermutlich. Ist ja auch gut. Ich meine, dadurch, dass sie sehr unterschiedlich sind, ergänzen sie sich. Stell dich mal vor, ihr habt einen Partner und der ist halt genau wie ihr. Das. Ja, das ist schön. Also, in diesem Szenario jetzt, wenn man Fälle löst, wenn man Rätsel löst, das bringt halt nichts. Zwei starke Typen, die aber einfach jeden. Ja, sagen wir mal ganz. Drücken wir es meinen Rollenspiel-Stats aus. Zwei Leute, die sehr. Ihren Stärkewert sehr hoch haben, aber bei der Intelligenz einfach nichts drin haben. Ja, das ist schön, die kriegen doppelt so schnell eine Tür eingeschlagen, aber sobald da ein Rätsel ist, kommen sie halt einfach nicht mehr weiter. Also es ist gut, wenn sie sich ergänzen. Der eine kann die Tür aufmachen, der andere das Rätsel lösen. Das ist immer gut. The Haunter's Mark doesn't work on him. Schade. Ich hatte mich wirklich drauf gefreut, dass wir auch da Sachen hören. Egal, wir können ja auch so mit ihm so reden. I want to look up Barnabas first. Ah, natürlich, da war ja was. Let's see here. Da war ja was. Gut, dass er es nochmal sagt. Ich gucke erstmal überall rein, ja? Also wir fangen einfach mal unten an, weil Barnabas müsste eigentlich hier sein. Vicky Lagoon. Oh, wow. Sollte ich das alles vorlesen? Also Vicky Lagoon, unbekanntes Alter. Schmuggler, Poverty, Occult, Paraphernalia. Keine Ahnung. Schmuggler und nochmal irgendwas mit Para, mit einem Okkult und was weiß ich was. Bekannte Verbrechen, Schmuggeln, Kunstraub, Aggravated Art Theft, Petty Art Theft, also Kunstraub in verschiedenen Schweregraden, würde ich sagen, und Tomb Raiding, also dass sie auch Gräber geplündert hat. Known Affiliations, Too Many Illegal Trade also bekannte Verbindungen, zu viele illegale Handelsorganisationen, um sie alle zu erwähnen. Ob sie Verwandte hat, ist unbekannt. Ich lese das mal vor, weil es sein kann, dass sie irgendwann alle nochmal wichtig werden. Und, wir haben leider keine Übersetzung, das heißt, ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen zu übersetzen. Vicky Lagoon is a hardened criminal, also sie ist eine, hartgesottene Verbrecherin, die sich darauf... That spell in location, theft and smuggling... die sich darauf spezialisiert hat, seltene okkulte Artefakte ausfindig zu machen, zu stehlen und zu schmuggeln und das weltweit. Über verfluchte Kristallschädel, die zu möglicherweise radioaktiven, zu möglicherweise radioaktiver südpazifischer, südpazifischen Juwelen ist Miss Lagoon. Ist sie extrem erfolgreich darin, das zu tun. Making profits and dodging the... Also sie ist sehr erfolgreich darin, Profite einzustreichen und der Polizei zu entkommen. Bis hin zu dem Punkt... Certain cavern in the Carpathians near Brasov, Romania and all flow of information we got here. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eine... ein Höhlensystem in den Karpaten in der Nähe von Brasov in Rumänien betreten hat. Und danach sind praktisch alle Informationen über sie versiegt. Man hat nie wieder von ihr gehört. Anhaltende Gerüchte über die bösartige Präsenz guarding a Roman amulet of unquantified value from entering...
and apparently never exiting. Also, Gerüchte über die Guiding. Über einen bösartigen Wächter, der das Amulett unbekannten Werts bewacht, haben sie nicht davon abgehalten, das Höhlensystem, die Kavernen zu betreten. Talk of an expedition to try and rescue her has been noted online. Online hat man davon gehört, dass eine Expedition ausgestattet werden sollte, um sie zu retten. Das ist schon vor einer ganzen Weile, aber the area has apparently not ceased for weeks. Aber Moment. But the treacherous terrain and heavy precipitations in the area that have apparently not ceased for weeks on end have hindered the efforts of... Also, man hat es auf jeden Fall nicht geschafft, schon seit Wochen nicht. Wie auch immer. Closest associations are convinced that no evil presence, no matter how powerful, is a match for Miss Logan's survival skills and persistence, as she might at this very moment be engaged in an unseen battle with supernatural entities that, according to said associates, ain't got no chance against Vicky, you'll see. Also die Leute, die sie ein bisschen besser kennen, meinen, dass kein unbekanntes, übernatürliches, was auch immer in der Lage sein würde, sie aufzuhalten und dass es einfach kein Gegner für Vicky wäre. Der momentane Status, es wird gesagt, dass sie eben gegen irgendwelche übernatürlichen Kräfte kämpft und also ums Überleben kämpft und das tief in Transsilvanien. Puh, ich hoffe, wir haben nicht... Bitte nur eins zurück. Okay, ich hoffe, wir haben nicht überall solche Texte. Ach du Heilige, das lese ich nicht alles. Das lese ich nicht alles. Ich habe gedacht, also, ne? wir lesen das nicht alles. Revac, Classified, was auch immer das heißt. Bei ihm. Was haben wir da noch? Ricardo, Classified. S. Spooner. Okay, da können wir uns so durchbewegen. Das ist gut. Dr. S. Spooner, 23. Mathe, Pro, Aiding, ja. Two Cats, Eule und Adder. Er hat also, das sind seine Verwandten, zwei Katzen. Sehr sympathisch. Falls ihr das lesen wollt, drückt Pause und lest es bitte. Aber wenn ich das jetzt alles vorlese, sind wir in 3 Folgen noch nicht durch. Serena Nelson, unbekanntes Alter. Noodle Baroness. Auch hier wieder, lest es, wenn es euch interessiert. Ist das Kitty? Ist das Kitty? Dr. Sopelsa und Miss Lily. Er ist 37, sie würde das lieber nicht sagen. Occupation World Domination, alles klar. All World Domination related. Kennen sich gegenseitig. Okay. Attempting to take over the world, what else? Alles klar. Miskatonic, Stephen Hayden, 52, crazy cat person, hoarding cats, cats of Uther, claims one of his cats is actually his nephew. Stephen Tech. Sind das reale Menschen, die irgendwie ihre eigenen Dinger schreiben durften, für die man die geschrieben hat? Das sieht so ein bisschen aus danach, oder? Ich weiß es auch nicht. Thomas Bleeker Wood. Eldritched. Da sind auch Katzen. Tom Cat. Unknown amount of nine. Okay, Kitty Snatcher. Snatching of kittens, stealing of tuna and also avocados for some reason. Die 7th Street Cats. Und da Ty Taylor, 29, Physik Professor. Okay. Wie gesagt, wenn ich das alles vorlesen sollte, da würden wir ewig dran sitzen. Oh, vor allem, es wird ja immer mehr. Paul Deleuze, Classified, kennen wir nicht. Octavian Romulus Fennes, 24. Ich werde mir das nachher zwischen den Folgen alles durchlesen. Ich empfehle euch einfach jetzt Pause zu drücken und das auch zu tun. Moxie Scamson, Scam Artist. Da kämen wir wohl da drauf bei Scamson als Name. Oh wow, Mistress Cyrena. Unknown, believed to be... Oh, alter Unbekannt. Man glaubt aber, dass sie über 2 Jahrhunderte alt ist. Der Vampir, also zumindest behauptet sie das. Suspected, wird verdächtig, dass sie Vampirismus betreibt und Blut stiehlt. Mistress Cyrena is, for lack of a better term, a vampire. Explanations follow.
Also, Mistress Sirena ist, da eine bessere Erklärung dafür fehlt, einfach ein Vampir. Da unten steht dann irgendwie die Erklärung. Classified. Mika the Kraken, Isa Kraken. Ich finde das super. Oh, ist das süß, Mia the Merciless. Mia the Merciless, aka the Tiny Transylvanian Terror. Ich musste gerade an Tiny Tina denken, Entschuldigung. 4 Jahre alt, Empress of the... Ja, Herrscherin des unbekannten Universums. Known crimes, telling everyone to shut up. Also sie sagt jedem, dass sie die Klappe halten soll. Und verlangt, dass das Keksglas, die Keksdose ihr gehört. Ah, wunderschön. Oh. Marina de Marine, de Mariner? Ghostly Apparition. Sehr schön. Es lohnt sich, glaube ich, so, sich das alles durchzu... Das war jetzt hier, oder? Genau. Es lohnt sich, glaube ich, das wirklich alles durchzulesen. Aber ich glaube, ihr versteht, warum ich das nicht mache. ich hätte auch das erste nicht übersetzt, wenn ich gesehen hätte, dass es überall so viel ist. Aber ich dachte eben, ich fange von hinten an. Lothoma Whiteley. Der sieht aber sehr jung aus, dafür, dass da unbekanntes Alter steht. Flying Gondwanaland under the sea. Sorry. Okay. Wie gesagt, am besten Pause drücken. Leo the Mad Writer, last name unknown. Location writing. Ich empfehle wirklich, nachher einfach Pause zu drücken. Classified. Dr. Lake Kubilius. Alchemist, guck mal. Es kann sein, dass davon ein, zwei noch auftauchen. Occupation. Customer Service Representative and Serial Killer. Known Crimes. Also, ne, also ein Kundenservice-Repräsentant und Serienmörder. Verbrechen, Mord und der illegale Besitz verbotener magischer Tränke. Sehr schön. Wunderschön. Kate Boyle. Ich finde es auch schön, die sehen alle so unterschiedlich aus. Deswegen ist wirklich meine Vermutung, haben da vielleicht Leute einfach? Ich bin mir nicht sicher, ob Gibbes über Kickstarter finanziert wurde oder so. Konnten dann vielleicht einfach Leute, die das gebackt haben, einem bestimmten Tier, einfach ihre Bilder hinschicken und man hat denen eine Geschichte geschrieben oder die durften selber was dazu beitragen? Das wäre halt ziemlich cool irgendwie. John Cupcake Granite, washed up action hero and villain. Alles ernsthaft, drückt bitte Pause und lest das. Ich werde das nachher auf jeden Fall tun. Oh, Kerzen, so viele. Jenny Flum Stone Stream. Oh, ist das süß, die Kerzen. Oh, sehen die süß aus. Ich bin in... I'm in love. Ich liebe sie. Okay. Und Jonat Johnny Islandsen. Okay, wir haben es fast durch. Aber ich möchte ein bisschen einfach appreciaten, was hier alles drin... Hier waren wir gerade, genau. Entschuldigung, ich komme immer durcheinander. Das vorletzte, auch hier sind es einige. Herbertus Ockit oder Ossit. Exzentrischer Chirurg und verrückt gewordener Wissenschaftler. Sehr schön. Classified. Gregorius C. Non-Mercenary. Master Knifer Blade for Hire, also ein, der stellt Schwerter und Messer her. Frank Ram Mossmans. Herder of the Flock. Francesco Capasanta Pesche. Fishmonger Farmer. Floyd Henry B. Overvelde. Arsonist. Mhm, genau. Dr. Edward Hunter. Ein okkulter Computerspezialist. Oder. Ja, so, und jetzt gucken wir mal, was hier alles noch bei Barnabas. Ach du Heilige. Da, das müsste er sein. Barnabas Busara. Wir gucken aber erstmal alle durch, bevor wir dann bei Barnabas stehen bleiben und beziehungsweise zu Barnabas zurückkehren. David the Guilty Man. Classified. Christopher Michael Valiant. Classified. Chris called the Efferden. Mhm. Classified. Brian und Mimi. Who knows? Shapeshifters. Brian gets into trouble. Mimi fixes the trouble. Also er gerät in Schwierigkeiten und sie löst das Ganze dann. Und Goblin heißt ihre Katze. Sehr schön. Alles sehr katzenlastig hier. Finde ich gut. Baron Michael von Osborne. Barnabas Buzaran. Den lesen wir tatsächlich gleich. Barbu the Mad Painter Harrison.
Wow, was ist das denn? Baptiste Black, a.k.a. Blackbird, a.k.a. Nicolas Noir, a.k.a. Franz Schwarzer. Behauptet über 200 Jahre alt zu sein, aber wahrscheinlich ist er eher so um die 40. Gut. Bani Kas Ibrahim, classified. Alexandru Palade, way too young to leave us so early. Was, der ist tot? Schläft bei den Fischen scheinbar schon. Haiflüsterer. Alles klar. Okay, wir lesen... Nein, geh mal weg. Wir lesen Barnabas hier. Ihn wollen wir tatsächlich lesen. Und das ist tatsächlich auch das Einzige, was deutsch ist. Name Barnabas Busara. Alter unbekannt. Beruf unklar. Einmal gehört, wie er sich selbst einen Jäger des Bösen nannte. Bekannte Verbrechen unklar. Verdacht auf Vigilantismus. Bekannte Verbindungen... Hostes Tenebris, bekannte Verwandte, eine Tochter. Ich kann den Namen nicht lesen. Ria. Ich weiß nicht, ob das ein B oder ein R ist, tut mir leid. Gut. Über die Hostes Tenebris und ihren angeblichen Anführer Barnabas Busara ist wenig bekannt. Mit sehr wenigen verdächtigen Mitgliedern und nur zwei halboffiziell bestätigten, Busaras selbst und seine Tochter Peace. Ah. Find Peace. Finde Peace. Wie soll er also seine Tochter finden? Verstehe. Es wird allgemein vermutet, dass sie sich in ständigem Konflikt mit mehreren Sekten befinden und möglicherweise als Reaktion auf die Aktivität dieser Sekten entstanden sind. Busara, ihr angeblicher Anführer, steht nicht direkt mit irgendeiner Art von kriminellen Aktivitäten in Verbindung, aber irgendwie scheint sein Name in irgendeiner Weise mit den prominentesten okkulten Ereignissen in der kriminellen Unterwelt in Verbindung zu stehen, wenn auch eher mit Behinderten oder... Was? Ach, Behindernden, Entschuldigung. Behindernden. Oder Überwachenden als in einer partizipativen Weise. Hostes Tenebris scheint den geheimen Teil der Geheimgesellschaft sehr ernst zu nehmen, sodass außer den vermeintlichen Namen ihrer beiden wichtigsten Mitglieder nichts über sie bekannt ist. Aktueller Status unbekannt. Okay. Schade, dass alles andere nicht übersetzt wurde, sonst... Hey, Bozinski. I think I got something on that fine peace thing. I don't believe Barnabas was trying to guide you to a life of mindfulness and meditation. He's got a daughter called Peace. Peace, Busara. Of course, that makes sense. Ich wollte gerade sagen, wenn das alles übersetzt wäre, dann würde ich eventuell am Schluss tatsächlich so eine kleine Extra-Folge machen, wo ich das alles vorlese, aber das alles übersetzen, das ist viel zu viel. Du weißt schon, nach ihr suchen? Hast du irgendwelche Ideen? Ich frage mich, wo wir sie finden können. Dann erstmal, kannst du nach ihr suchen? Das geht ja auf jeden Fall. Name bei Google rein und gucken, was passiert. Kenya, you know, look her up. On it. I think I got it. I found Peace Busara's blog. Was ist dein Blog? Das ging schnell. Oh, ihr Blog, richtig. Ja, so der Blog, klar. Oh, her blog. Right. What is that? Oh, well, the latest entry is pretty cryptic. It just says land beyond the forest and a bunch of numbers. Okay, these must be spatial coordinates. Tracking them down now. Okay. Yeah. Man, this is just like in the movies. And I was right. She's in... Sagt nicht Fischmaul. Forum Maris, Transylvania, Romania? Well, well. Hey, here's an idea. Feel like visiting your ancestral home, Kerwin? Are you kidding me more than anything? But I'm hopelessly broke, and... Don't worry about it. Barnabas paid well, and I want to see this thing through. Awesome! Alles klar. Ich hoffe übrigens, man hört im Hintergrund nicht so viel. Meine Nachbarn sind, habe ich das schon erwähnt, furchtbare Menschen manchmal und gerade extrem laut. Die unterhalten sich scheinbar, ich weiß nicht, quer über die Straße oder so in Brüllen und schlagen sehr viele Autotüren.
Ich hoffe, man hört's nachher nicht. Wenn doch, tut's mir furchtbar leid. Ich versuche, dem Impuls nicht nachzugehen, aufzustehen und ihnen mal freundlich zu sagen, dass sie doch bitte ein wenig leiser Autotüren schließen können. Die muss man nicht mit Karacho zuknallen. Freust du dich, Rumänien zu sehen, Bas? Hast du auf deiner Reise nach Fishmall etwas gefunden, das es wert ist, untersucht zu werden? Wir reden gleich weiter. Ich habe noch ein paar Dinge zu klären. Ich frage ihn erstmal nach Fishmall, denn wir haben in Fishmall so viel gefunden und erfahren. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Don davon eigentlich genau schon weiß. Found anything worth examining on your trip to Fishmouth? Actually, yes. Barnabas called it Olmstein's sign. He apparently left it on purpose so that I could find it. Here it is. No idea what it means. Okay. Stand da jetzt? Nö, da stand nichts. Ah, Olmsteins Zeichen. Ich würde vorher noch mal ganz kurz... Freust du dich, Rumänien zu sehen, Buzz? You excited to see Romania, Buzz? Dude, I have been dreaming of this for years and never could afford it. The extra layer of mystery is just the cherry on top. Yeah, well, it ain't all fun and games. We're dealing with lunatics here. Okay, wir reden gleich weiter. I'll get back to you. Still got a couple of things to look into. Es hat sich draußen übrigens scheinbar beruhigt. Sie scheint fertig zu sein mit ihren Autotüren. Oh, ich habe das ja früher auch mal gemacht, ne? Autotüren voll zuhauen. Aber eigentlich muss man die nicht... Also, ich meine, eine Wohnungstür haut ihr ja auch nicht volles Karacho zu. Deswegen, man muss auch nicht mit Schwung eine Autotür. Ich glaube, das tut denen nicht gut. It's that mysterious sign Buzz found back in Fishmouth. Okay. I should really use my newly acquired power on it. Das wollte ich gleich noch tun, nachdem wir es uns angesehen haben. Flamel's abode. Flamel's abode? Did I hear that right? I think so. Does it ring a bell? Well, there is one famous Flamel I know of, and he's, well, was an alchemist. Looking it up. Pretty useful thingamabob, that laptop. 51 Rue de Montmorency, Paris, France. 14th century alchemist Nicolas Flamel's ancient home. Alchemist, huh? Could tie into the whole balancing chaos thing. All right, looks like that's my destination. European road trip! So, when do we leave? Wisst ihr noch Nicolas Flamel? Aus Harry Potter. Der den Stein der Weisen erschaffen hatte. Ich frage mich, ob wir den hier auch noch finden. Kein besserer Zeitpunkt. Ja, ich will noch ein paar Akten durchgehen. Moment. Soon. I still want to go through some files before. Alright, let me know and I'll book the flights. Also eigentlich will ich das nicht. Ich möchte einfach nur dieses Ding hier einpacken. I don't need to pick it up. Na gut. Okay, dann will ich einmal ganz schnell gucken. Hier gibt's keinen Nicolas Flamel. Let's see here. Ja, ja. Das müsste... Flamel? Nein, gibt's hier leider nicht. Hätte ja sein können, aber ich glaube, das wäre auch zu schön gewesen. Okay, dann, lieber Bas, wir können aufbrechen. Es geht nach Europa, Kumpel. It's off to Europe, buddy. Radical. Yeah, radical. Auf nach Transsilvanien, yay! Find Peace. Kapitel 4, Paris. Ach nein, richtig. Zuerst natürlich nach Paris, wegen Flamel. Okay. Hi. Leere Rezeption. And this was it. Paris. I stepped out of the downpour into Flamel's hutch just in time. What followed was some kind of meteorological insanity. Hurricane Herbert baffled weathermen and struck anywhere in the world without warning. That was far from my biggest concern, though. You see, during the long cab ride from the airport, I'd taken some liberties with my walk dogs, what with the kind of march a gumshoe puts them through. Bumbled up and explaining to the obnoxious cabbie in my very approximate French that, no, I didn't want a detour to gawk the big old oil rig they planted downtown. Fate sucker punched me right in the gut. I left my shoes in the cab. Das wird zur Gewohnheit bei ihm, dass er keine Schuhe trägt, oder? Wir haben auch... Okay, Paris. Mein Ziel ist irgendwo die Treppe rauf, aber ich kann nicht einfach nach oben gehen. Ich brauche jemanden, der mir den Weg zeigt. Und wir haben hier unten natürlich jede Menge zu untersuchen, nehme ich an. Ich drücke jetzt einfach... Ich guck mal, wie viel... Okay, es ist viel.
Angelhaken, den hätte ich, glaube ich, nie gesehen. Da ist das Porträt, die Treppe. Wir gucken uns die einfach mal direkt an. That's gotta be my destination, but I don't exactly know where I'm going. I need someone to show me upstairs. Don't know where I'm headed exactly. Okay, kann ich denn? This way. It's so good to have you again. Okay, kann ich einfach? I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Okay, dann schauen wir uns aber erstmal alles an. There's a fishing hook just lying on the floor. I wonder how it got here. Vielleicht aus Fischmaul. Do people fish in Paris? I guess I'm an uncultured oaf. Ich weiß es aber auch nicht. Von daher, mach dir nichts draus, Don. I'm not getting anything. Schade, aber wir können ihn einsammeln. Dann noch einmal untersuchen, würde ich sagen. Picked up this fishing hook. Don't ask me why. I'm not sure either. Weil man nie weiß, wo man einen Angelhaken braucht. Oje, ich weiß, die Glocke werden wir noch nicht benutzen, dann wird jemand kommen, nehme ich an. Wir versuchen einfach mal die ganzen Sachen anzugucken. Dadurch, dass ich diese eine Akte übersetzt habe, machen wir einfach mal einen Tick länger, würde ich sagen, um das wieder auszugleichen. It's an old, old portrait of, I guess, that Flamel fella. Könnte sein. He's looking kinda surprised for some reason. I guess people were all scraggly back then. Oder es waren Stilmittel. A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmstead. Your penthouse quarters are ready, right this way. Olmstead, huh? Nice, familiar ring to it. Ich wollte es gerade sagen, Olmstead, das ist, I'm not hauling that around. Schade, der hat sich eine Notiz gemacht. Als ich das Mal des Jägers mit Flamels Porträt verwendet habe, hat es den Namen enthüllt, unter dem Olmstein hier gewesen ist. Olmstead. Ich sollte den Concierge damit konfrontieren. Das werden wir auch tun, früher oder später. Flyer. Looks like a flyer about Nicholas Flamel. Nicholas Flamel, 1330 to 1418, was a French scrivener and a manuscript seller. He's supposed to have learned important alchemical secrets at some point during his life, feverishly pursuing esotericism from then on. Flamel is recorded as having resided in this building in what was then an attic. That's it. It's bored me to tears. Can't even see letters anymore. Alles klar. Du könntest ein bisschen versuchen, mehr Interesse für sein Leben zu haben. I'm not getting anything. Schade. Aber wir können ihn einstecken. This might prove useful at some point. Vermutlich aber nicht für die Informationen, die draufstehen. Nicholas Flamel, da steht ja auch der Name leserlich. Eine alte Inschrift. I'm sorry, I can't read ancientish. Du kannst es versuchen. It's probably Latin. That's as good a guess as any. Ich kann es leider nicht entziffern, sonst könnten wir versuchen, es zu übersetzen, aber wir haben ja die Kraft. Hic habitat flamelus. That did not help. Hic habitat flamelus. Ich weiß nicht, was hic nochmal heißt. Ich habe ganz wenig Latein nur gelernt. Aber flamelus, das könnte jetzt einfach sich auf Nicholas Flamel beziehen. Und habitat, das kann man sich gut herleiten. Ein Habitat ist ein Lebensraum. Das heißt, es könnte einfach bedeuten, hier lebt Flamel. Nein. Bleib mal hier, bitte. Du sollst... No use for this troglodyte. Okay, die Glocke untersuchen wir, aber machen weiter noch nichts damit. Shiny summoning thingy. Glänzendes Beschwörungsding. Schön. And I mean shiny. Look at that thing. Du möchtest es drücken, oder? I could ring this all day long. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge. I gotta get me one of these. For no good reason whatsoever. Okay, wir benutzen sie nicht. Wir benutzen unsere Gabe damit. Und nichts passiert. No resonance. Okay. Ich drücke jetzt einfach die Leertaste weiter, damit es einfacher wird und wir nichts übersehen. Porträt einer älteren Frau. Must be the Mrs. She's got a fierceness to her. If there's pants to be worn around here, I bet she's the one wearing them. Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner. Allez! Schön. No thanks. She's taken. And I got Cornelia. Deine Pflanze, richtig. Gut, was hatten wir dann noch? Ich probier's jetzt einfach mal selbst. Flur zur Küche. A
reddish corridor of old portraits and domestic odors. Judging by the smells and sounds, that way lies the kitchen. Es riecht bestimmt lecker. I could use some warm soup right now. Kannst ja ganz freundlich fragen, aber erstmal. Oh, schade. Get nothing here. Sehr, sehr schade. Das Gästebuch antikes. Das heißt Telefon. Es ist ein Telefon mit Wählscheibe. So antik und alt ist das jetzt auch nicht. That's a lot of book right there. Not everything's gone digital, I guess. I find that strangely comforting. Ein Gästebuch, also ein digitales Gästebuch fände ich in einem Hotel auch seltsam. Ich meine, das ist ja der Charme, dass du dich eben einträgst, dass du deinen Namen hinterlässt und dass man diese Bücher sammeln kann und einfach, ja, alles wird moderner, aber trotzdem, so eine Handschrift ist halt nochmal individueller, als wenn du irgendwas schreibst und du kannst da was dazu zeichnen, du kannst einfach noch einen kleinen Text dazu schreiben, das alles wäre eventuell, je nachdem, wie man die Form macht, wäre schwieriger. Ich meine, ja, man könnte einen Text schreiben, aber was zeichnen, da müsste man dann wieder irgendwie so ein Pad haben mit einem Pen. Ah, Gästebücher haben einfach richtige Bücher zu sein. Oh. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable. Okay, dann fehlt noch das Kommunikationsgerät und die Dunkelheit. Weißt du was? Wir fangen mit der Dunkelheit an. Hello, darkness, my old friend. I've come to lurk in you again. That's all I can remember. Alles klar. Nothing that way. Guck mal, das da vorne sieht aus wie eine Statue. Guck mal nochmal hin. Seht ihr das? Das ist ein bisschen was als... Nothing that way. Als wäre hier oben der Kopf und hier die Brust. Brust. Okay, das antike Kommunikation... Das Telefon mit Wählscheibe, bitte. So antik ist das nicht. Been a while since I've seen one of these. Ich habe ja eins hängen, also. The world has changed indeed. Ich habe ja trotzdem eins hängen, sogar ein Wandapparat. Mr. Watson, come here. I want to see you. Okay. I don't think I'm getting any calls here. Okay, dann sind wir soweit erstmal fertig. Na? Stellen wir ihn mal hier vorne hin. Und nächstes Mal können wir dann tatsächlich die kleine Glocke benutzen. Ich glaube, wir haben nämlich nichts mehr. Nein, das war alles. Genau, das ist einfach nur der Hinweis auf die Dunkelheit. Dann können wir nächstes Mal die Glocke drücken und gucken, ob die gute Frau von dem Bild kommt oder vielleicht doch jemand anderes. Und dann werden wir hoffentlich nach oben gebracht, wo Nicholas Flamel auf dem Dachboden eventuell sein Arbeitszimmer hatte oder wo Olmstead, alias Olmsteen, eben gewohnt hat. Das werden wir aber alles erst das nächste Mal machen. Für heute sage ich vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass ich diese eine Akte vollkommen unnützerweise übersetzt habe, aber ich dachte, es wären wirklich nur so ganz wenige, vielleicht in jedem zweiten Fach mal eine Akte. Ah, ich hätte vielleicht vorher nachgucken sollen, dann hätten wir uns das gespart, aber war ja auch ganz interessant. Jetzt, wie gesagt, drückt gerne an den entsprechenden Stellen auf Pause und lest es selbst nach oder vielleicht wird es ja noch nachgepatcht, dass es übersetzt wird und dann könnte ich tatsächlich hinten nochmal eine kleine Folge dranhängen, wo ich das alles vorlese, aber alles übersetzen, das wäre jetzt einfach viel zu Arbeit gewesen und hätte viel zu lang gedauert. Dann hätten wir jetzt in 3-4 Episoden wären wir dann vielleicht fertig geworden, weil ich nicht mehr glaube, dass ich jedes Fach innerhalb einer Folge geschafft hätte. Einfach weil das war teilweise sehr viel Text und übersetzen dauert ja auch nochmal länger als vorlesen, von daher, ja. Okay. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr freut euch auf unseren Fortschritt nächstes Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.